Ziele. Das ist das Zeichen anzufangen. Gut. Ja, herzlich willkommen zu einem Vortrag, den ich diesmal versuche, auch wieder nicht auf der technischen Ebene, sondern eher von der Anwendung her zu halten. Ja, ich hatte ja heute Vormittag schon angekündigt, meine Frau wird den Vortrag mithalten. Jetzt gab es ein kleines logistisches Problem mit unserem Kleinspitz, der leider kein Blindenhund ist und deswegen nicht auf diesem Campus sein darf. Und das hat sich dann so ergeben, dass meine Frau jetzt mit den Kindern doch woanders ist. Und ich vertrete sie. Ja, wer kennt die Serie Inspektor Columbo? Da wird auch immer über die Frau gesprochen, ne, und die ist nie zu sehen, aber sie existiert. Man sieht sie hier auf dem Foto drauf. Ja, da ist sie an unserer ersten Version von dem Adriana-System und probiert das gerade aus. Ja, die Historie des Ganzen ist, ich als überzeugter Open-Source-Verfechter war überzeugt davon, dass ich meiner Frau, die mit 16 Jahren erblindet ist, was Gutes tue, indem ich sie an die Computerei heranführe, im Internet einkaufen, Kontogeschäfte machen und Recherche und so weiter. Und das ja, habe ich mich also hingesetzt und mal was gebaut mit Sprachausgabe und gehofft, dass es ihr Spaß macht. Und sie hat sich auch ganz höflich bedankt für den Computer, den man hier drauf sieht, und hat den erstmal in die Ecke gestellt, weil sie es so gar nicht interessiert hat. Es war etwas schade, aber es war der erste Versuch. Und ich glaube tatsächlich, die Bewegung muss mehr von Seiten der Nutzer kommen, was dann auch etwa anderthalb Jahre später passiert ist. Da hatte sie nämlich gesagt, ne, ich habe jetzt im Fernsehen gesehen, da gibt es eine Webseite, da kann man das und das bestellen. Und würde ich gerne haben, ja, gibt es nur online, macht es mal. Und dann habe ich gesagt, hast du einen Computer mit Sprachausgabe drauf? Jetzt setzen wir uns mal zusammen, das machst du mal. Gut, und diese Session war von der User Experience her, ja, zu sehen, wie jemand, der keinen Sichtkontakt zum Bildschirm hat, eine enorme Erleichterung, um das System so weiterzuentwickeln, wie der heutige Stand ist. Also von jemand, der grafische Oberflächen nicht kennt, also auch gar nicht weiß, was man mit einer Maus arbeitet oder dass es da Knöpfe gibt, wo man auf eine bestimmte Stelle klicken muss oder Tastenkombinationen, Steuerung, Alt, Entfernen, sondern einfach eine Oberfläche braucht, mit der man einen leichten Einstieg hat. Und so kam es zu diesem Adriana-System. Audio Desktop Reference Implementation and Networking Environment. Ganz zufällig ergeben diese Anfangsbuchstaben auch den Namen meiner Frau. Ja. Gut, also der klassische piktogrammbasierte Desktop, den wir eigentlich alle kennen, der Maus-Desktop, da gibt es Desktops, die sehen nett aus. Es war erste Knoppix-Version, kam mit so einem grafischen Desktop. Manche Desktops sind wirklich cool, ja, wenn man so Würfel drehen kann und nette grafische Effekte hat. Ja, ganz fantastisch. Hilft aber Benutzern nicht weiter. Wenn man die ganze Grafik drumherum weglässt, dann steht man quasi vor einem schwarzen Bildschirm. Und dann kann man sich die visuelle Komponente eigentlich auch ganz sparen. In dem Modus eine E-Mail zu verschicken, ist ziemlich schwierig. Also brauchen wir eine ganz andere Art der Benutzerführung. Und da kam halt die Idee auf, einen Desktop zu gestalten, der eben genau das macht. Die Dinge, die man am Computer nun mal macht, möglichst einfach, quasi, ich darf es vielleicht so ein bisschen das App-System vorweggenommen. Damals gab es noch keine Smartphones. Aber die Idee war naheliegend, für jede Funktion, die ich erfüllen will, mache ich so einen Menüeintrag und das ist ein flaches Menü, ist auf der Hauptseite drauf und ich wähle mir auf, was ich jetzt als nächstes machen will. Natürlich mit Sprachausgabe, damit man es auch hören kann. Also für was genau? Kurzbeschreibung der Bedienung, Tastaturlernprogramm, Internet, www, E-Mail, Taschenrechner, Notizbuch, Adressverwaltung und so weiter. Gucken wir uns gleich an. Der letzte Satz ist auch wichtig, eigenes Zeug. Soll natürlich auch erweiterbar sein. Ja? Das heißt, wenn es mal wieder eine neue Entwicklung gibt, ChatGPT und so weiter, soll man das natürlich auch einbauen können. Und zwar nach Möglichkeit selber. Soll also so einfach gestrickt sein, dass man über ein skriptbasiertes System selber eigene Menüeinträge und eigene Programme diesem Desktop hinzufügen kann. Ja, als Hilfsmittel für diejenigen, die nicht sehen können, Text-to-Speech, das heißt das, was am Bildschirm zu sehen ist, soll der Computer als Text vorlesen. Die zweite Alternative, und das können nicht alle Blinden, das lernt man, das dauert eine Weile in der Blindenschule, ist so eine Braillezeile. Das ist so ein Gerät, sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie eine Tastatur, hat aber ganz andere Tasten drauf und die werden tatsächlich eigentlich gar nicht verwendet, auch die Leertaste nicht. Das Wichtigste sind diese Tasten hier oben, hoch und runter scrollen und dieses weiße Zeug hier in der Mitte, das sind jeweils
Ja, insgesamt sind sogar 8 Punkte, eigentlich reichen 6 Punkte, das ist dieses 6 Punkte Braille-System, Blindenschrift. Ja, ist eigentlich strukturell leicht zu lernen. Der Punkt 1 ist das A, Punkt 1 und Punkt 2 ist das B, ja, und dann geht es quer, Punkt 1 und Punkt 3 ist das C und so weiter. Dann, so bis zum Buchstaben Z, nee, bis zum Buchstaben W ist es noch konsistent. Das W fehlt im französischen Alphabet, der Louis Braille war ja Franzose, deswegen hat das ein bisschen eine andere Darstellungsweise als die restlichen Buchstaben. Das kann man lernen, mit den Fingern zu ertasten, ich kann das nicht, aber ich kann die Braille-Buchstaben so einigermaßen dann lesen, wenn sie da erscheinen. Ja, man sollte nicht meinen, dass so ein Ding so viel Geld kostet, das ist einfach, weil es nicht in Masse produziert wird, sondern von ganz wenigen Leuten benutzt wird. So eine Braillezeile kostet gut 4.000 Euro. Ja. So ein einzelnes Braille-Element kann man als Bastelkram auch kaufen, da sind wir schon bei 30, 40 Euro. Ja, und die Elektronik drin, die das Ganze mit Strom versorgt und den Text in die entsprechenden Punkte umwandelt, die ist halt relativ teuer, weil halt ja, Mini-Serienanfertigungen und überhalb dieser Tasten sind noch sogenannte Cursor-Routing-Tasten. Das würde ich mir auf der normalen Tastatur auch manchmal wünschen. Wenn ich da drauf drücke, dann springt der Cursor am Bildschirm genau auf den Buchstaben, den ich hier gerade gelesen habe. Ja, ganz praktisch. Ne? Also mit der Maus muss ich da hinklicken, mit den Cursor-Tasten muss ich da hingehen, aber hier mit dem Cursor-Routing kann ich mir das anklicken, was ich gerade gehört oder mit den Fingern ertastet habe. Ja? Also Braille soll auch gehen, dafür gibt es entsprechende Unterstützung unter Linux. Eine spezielle Tastatur brauchen Blinde übrigens eigentlich nicht. Hat jemand eine Tastatur dabei? Also nicht Touchscreen. Jede Tastatur hat auf den Tasten F und J, ja, mal zu Hause nachgucken, eine kleine Markierung. Daran kann man sich orientieren, ja, auch auf Notebooks. Ja, da ist so ein kleiner Knubbel drauf und daran kann man dann die anderen Tasten von der Geometrie her erahnen. Profis nehmen einen Lötkolben und markieren ein paar andere Tasten auch noch, damit man die sich leichter merken kann. Das geht auch. Wir schauen uns das System mal live an. Ich hoffe, der Beamer spielt hier mit. Ja, das ist schon mal ganz gut. Auch sehr groß geschrieben, größer als es eigentlich sein müsste. Ich habe die Schrift angepasst, weil auf dem hochauflösenden Bildschirm sieht man es sonst nicht. Jetzt ist es sogar doppelt so groß wie normal. Das ist also dieses Menüsystem und ich starte jetzt mal die Sprachausgabe, damit man auch was hört. Hilfe mit Eingabetaste, feilt. Na gut, da ist der Bildschirm zu Ende. Pfeiltaste runter für nächstes Menü. Wenn man 80 Zeichen breiten Bildschirm hat, kriegt man das auch noch mit vorgelesen. Das ist das, womit der Rechner einen begrüßt. Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für nächstes Menü. Ja, das heißt, ich weiß sofort, was ich machen kann, ohne dass ich irgendwo was am Bildschirm anklicken muss. So meldet sich auch Knoppix, wenn ich es mit der Boot-Option Adriane gestartet habe. Wenn ich jetzt also die Hilfe lesen will, würde ich Eingabetaste drücken und bekomme dann entsprechend vorgelesen und so weiter. Ja, Caps Lock Leertaste liest die aktuelle Zeile vor. So kann ich dann jetzt mit Hilfe dieser Caps Lock Taste, die sonst auf einer Tastatur nicht viel Sinn hat, außer dass man sich ständig darüber ärgert, wenn man die gedrückt hat, dass man alles groß schreibt, die haben wir hier umfunktioniert als Lesetaste. Mit der Caps Lock Taste und Pfeiltasten kann ich mir Texte vorlesen lassen, Zeile hoch, Zeile runter, Buchstabe links, Buchstabe rechts. Und mit Caps Lock und Seite hoch, Seite runter kann ich mir dann den ganzen Bildschirm vorlesen lassen, angefangen von oben oder von unten. Ja, also die Caps Lock-Taste ist quasi die Vorlesetaste. Gut, erstes Menü, das heißt Pfeiltaste runter für nächstes Menü. Das nächste wäre Surfen im Internet mit www. Auswählen. URL öffnen. Nehmen wir mal Wikipedia. Wikipedia.de Postbild GES 29.04.23.11.56. Ja, kommt drauf an, ob wir ins WLAN kommen. Ich habe es eigentlich vorhin eingestellt, aber es kann sein, ja, dass er mich wieder rausgeworfen hat. Macht nichts. Was hier vorgelesen wird, sind immer die Links auf einer Webseite. Das heißt, alles, was einen Link hat, das ist blau unterlegt und es liest die Sprachausgabe als erstes vor. So kann ich relativ schnell auf einer Seite navigieren. Also dieser E-Links ist der schnellste Browser, mit dem man auf eBay Schuhe einkaufen kann, ohne dass man die ganze Werbung drumherum lesen muss. Wenn man einfach über die Links an die richtige Stelle springt, sein Angebot abgibt und fertig.
Ja, die ganze Grafik und so weiter zeigt er nicht an, außer ich klicke auf die Bilder, dann wird im Framebuffer ein Bildviewer geöffnet und der kann dann auch für eine sehende Person dieses Produkt darstellen, sodass man halt über die Farbe diskutieren kann. 29.04.23. Das ist richtig, das ist die Uhrzeit. Hilfe mit Eingabetaste, feiert. Und so weiter. Ja, E-Mail ist der Mail-Client Matt. Das ist ein textbasierter Mail-Client. Der kommt auch mit sehr, sehr großen Mailboxen zurecht. Ja, wir kriegen beide sehr viel Mail. Meine Mailbox ist, glaube ich, schon auf über 90.000, die ich irgendwann nochmal beantworten werde, angewachsen. Ja, bei meiner Frau Adriane ist es ähnlich. Der Matt kommt damit eigentlich ganz gut zurecht. Mit Multimedia. Mit Multimedia kann ich Filme angucken bzw. Audio abspielen, aber auf der Framebuffer-Konsole kann auch eine sehende Person mitgucken. Es ist also nicht so, dass man wirklich jetzt alles komplett ohne Grafik machen muss. Es ist auch möglich, jemand zugucken zu lassen, wenn man das möchte. Kontakte. Die einfache Kontaktverwaltung, da kann man sich Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen notieren. Notizbuch. Notizbuch ist ein klassischer Texteditor. Einkaufslisten schreiben und von dort aus kann man die dann auch per Mail verschicken oder per SMS oder über eine Webseite oder ausdrucken, auf den Drucker schicken. Taschenrechner. Taschenrechner ist ein ganz einfaches Taschenrechnerprogramm. Sinus, Cosinus und Wurzel kann es natürlich auch. Man gibt die Formel ein, drückt Eingabetaste und lässt sich das Ergebnis vorlesen. Texterkennung. Und Texterkennung war eines der komplexeren Sachen. Denn wenn ich blind bin, weiß ich nicht, in welcher Richtung ich das Blatt auf den Scanner legen muss, damit es oben oder unten liegt. Und die Texterkennung, die hier drin ist, auch ein Open-Source-Programm, Tesseract heißt das, und das erkennt durch Versuchen, möglichst viel Text zu lesen, wie rum die Seite richtig liegt, und spuckt dann eine gedruckte Textseite als elektronisch lesbaren Text aus, den man sich dann vorlesen lassen kann oder in einer Datei anhängen. Ja, so kann ich mir zum Beispiel ein Buch Seite für Seite einscannen und in einer Textdatei abspeichern, die ich mir nachher komplett vorlesen lassen kann. ChatGPT. Ja, und diese Funktion ist neu, war halt so eins von den Dingen, die in den Nachrichten waren. Da dachte ich, hey, das hört sich gut an, das würde ich gerne mal ausprobieren. Jetzt muss ich aber doch noch mal schauen, ob wir ein Netz haben. Ja, na gut, dann versuchen wir es nochmal auf der Textkonsole, beziehungsweise alle Programme, die man jetzt auf der Textkonsole gesehen hat, kann ich natürlich auch hier in einem Textterminal vorführen. Adriane GPT, ein Python-Programm. Habe ich den API Key nicht? Achso, bin falscher User. Sudo su-Adriane. So, jetzt bin ich Adriane. So, ChatGPT ist da. Ja, anders als man es von der Webseite kennt. Bei der Webseite muss ich mich ja erstmal einloggen. Dann gibt es dieses tolle JavaScript, was die Antwort so getippt anzeigt. Das ist barrierefrei gar nicht gut lesbar, weil es dann jeden einzelnen Buchstaben vorliest, anstatt einfach den kompletten Text. Deswegen haben wir hier ein kleines Python-Programm geschrieben. Das ist ein Skript, das hat 5-6 Zeilen, ist also nicht viel. Das benutzt die OpenAI API, um eben Fragen an ChatGPT zu schicken. Warum ist die Banane krumm? Naja, vertippt, aber ChatGPT wird es lesen können. Ja, auch diese Variante dauert ein bisschen. Ja, klappt aber. Die Banane ist krumm, weil sie sich während des Wachstums dem Licht entgegenstreckt. Wenn die Bananenpflanze wächst, wachsen die Bananen nach oben. Da die Bananen jedoch schwer sind, biegen sie sich nach unten. Um dem Licht entgegenzukommen, wachsen sie dann in einer Biegung weiter. Das Ergebnis ist eine krumme Banane. Ich meine, es klingt sehr plausibel. Ich kann echt nicht sagen, ob es stimmt, weil ich bin kein Biologe, aber genau das macht ja ChatGPT. Es setzt Texte so zusammen, dass sie plausibel klingen und die Frage mit hoher Wahrscheinlichkeit beantworten. Ob richtig oder falsch, weiß man nicht. Programmieren kann es übrigens recht gut. Schreibe ein Java-Programm, das die Zahl Pi auf 100 Stellen genau berechnet. Ach, schon wieder vertippt. Gut, aber KIs können sowas ausfiltern.
Ja, ich benutze das auch ganz gerne im Unterricht. Also wenn meine Studenten gar keine Idee haben, wie man sowas lösen kann, können sie ChatGPT fragen. Sie dürfen das auch für die Hausaufgaben verwenden, aber sie müssen es erklären können, was es macht. Ja. An der Stelle ist es manchmal einfacher, man hat es selber geschrieben. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich aufwendige Variante, wobei Big Dezimal ist schon mal nicht schlecht. Das kann beliebig viele Stellen hintereinander hängen. Na, Add Subtract macht eine Reihenentwicklung von Pi. Ja, hochinteressant. Und gibt noch eine kleine Erklärung dazu. Ja, und über die Sprachausgabe kann man sich dann eben auch seitenweise vorlesen lassen oder Wort für Wort. Ja, also hier haben wir auch eine schöne Möglichkeit, diese nicht so wirklich barrierefreie ChatGPT-Seite von OpenAI in eine Form zu bringen, die man mit einer Braillezeile und Sprachausgabe doch sehr gut lesen kann. Ja, das Adriane-Menü kann ich hier auch nochmal vollständig zeigen. Genau, das ist teilweise so, wie es auch in Knoppix ist. In der aktuellen Version ist es ChatGPT mit drin. Man muss sich aber den API-Key selber generieren und installieren, damit das funktioniert. Dateiverwaltung ist ein kleines Dateimanagement-Tool, womit man seine Dateien in Ordner sortieren kann. Shell, auf vielfachen Wunsch der Community hinzugefügt. Ja, eigentlich dachte ich, wenn es für Anfänger sein soll, dann vielleicht keine Shell, aber es gab heftige Proteste, also haben wir den Punkt mit reingebracht. Shell ist dann die klassische Kommandozeile, aber mit Sprachausgabe. Über die Einstellungen kann ich Geräte anhängen, zum Beispiel die Lautstärke verändern, das Internet konfigurieren, also WPA mit Schlüssel, einfache Abfrage, wie ist das der Name des Netzwerks, wie lautet der Schlüssel. Ein etwas aufwendigeres Setup ist hier unten drunter, damit kann man dann auch etwas komplexere Sachen machen. Drucker einrichten, Scanner-Einstellungen und unter Geräte haben wir dann auch die Braillezeile. Ja, die habe ich schon mal konfiguriert gehabt hier. Die geht dann über USB an den Rechner und dann trägt man halt ein, welche Art von Braillezeile es ist. Und die meisten gehen dann auch. Gut, zurück kommt man übrigens immer mit der Escape-Taste. Also die Dinge, die man leicht findet auf der Tastatur, sind dann auch immer die Hotkeys für diese Funktionen. So, das meiste haben wir schon. Beenden ist den Rechner runterfahren. Ja, das hier, das benutzt dieses berühmt-berüchtigte Programm YouTube-Download. Deswegen funktioniert es auch nicht immer. Immer wenn YouTube was geändert hat, ziehen die Entwickler von YouTube-Download nach. Ich finde das eine wichtige Funktion für Barrierefreiheit. Also zu sagen, nur eine Copyright-Verletzung, dadurch, dass man YouTube-Videos auch ohne Browser abspielen kann, kann ich aus Accessibility-Sicht absolut nicht nachvollziehen. Mit dem YouTube-Download kann ich die Dinge auf der Framebuffer-Konsole abspielen lassen. Und so können Blinde eben auch auf YouTube Videos suchen, abspielen lassen, in MP3 konvertieren, sich anhören als Podcast und so weiter. Ja, das ist ein wichtiges Tool und ich muss es halt sehr oft updaten, weil es immer wieder gesperrt wird. Und dann der Ton hin oder auch die Untertitel? Man kann sich das dort aussuchen. Also dieses MPSYT, ich kann es ja mal starten. Also kann ich mir einen englischen Vortrag auf Deutsch anhören? Untertitel bringen jetzt Blinden nicht so viel, aber wenn es mehrsprachige Videos sind, dann kann man sich die entsprechende Spur auswählen. Aber nicht unter den deutschen Untertiteln kann ich mir nicht vorlesen. Nee, das geht leider nicht. Man könnte es, wenn man den separat runterlädt. Ja? Also wenn YouTube Download das kann, die Untertitel separat runterladen, ja, dann wäre das eine Funktion, die man hier vielleicht noch einbauen könnte. Gut. Namensauflösung. Knoppix. Ja. Also suchen tut man so ähnlich wie im VI-Editor. Und wenn man eine Liste gefunden hat von den gesuchten Videos, dann kann man sich anzeigen lassen, in welchen Formaten die vorliegen. Manche sind schon als MP3-Alternative da, manche als MP4, manche hochauflösend und manche eben auch in unterschiedlichen Audiospuren. Ja, und dann sucht man sich das Richtige aus, klickt auf Download und kann sich dann auf dem eigenen Rechner anhören. Ja, aber jetzt komme ich doch nicht ins Internet. Gut, was haben wir noch? Ja, Batterie-Statusanzeige, die man ja nicht sehen kann, haben wir hier ein kleines Programm, was mir anzeigt, wie viel Akku ich noch habe. Ja, 95%, Restlaufzeit 18 Minuten. Ich glaube, ich brauche einen neuen Akku.
Ja, manche Braillezeilen unterstützen es auch, dass man Dateien hochlädt und dann quasi als E-Book nur mit der Braillezeile lesen kann, ohne Computer. Die Funktion haben wir hier auch noch mit eingebaut. Das geht leider nicht mit allen Braillezeilen. Ja, hiermit kann man sich dann Bücher, die man eingescannt hat, auf die Braillezeile hochladen und dann auf der Zugfahrt lesen zum Beispiel. Ja, und dann kommen die selbstgemachten Funktionen, die sehr individuell sind. Alte Mailbox, geschäftliche Mailbox. Ja, wenn man sehr viele Browserfenster mit diesem E-Links geöffnet hat, kann man die auch alle auf einmal beenden lassen. Und dieses KAL, Keyboard Autonomes Reflexives Lernen, das geht eigentlich nur auf der Textkonsole. Ich probiere es mal auf der Terminal. Ja, zumindest mal sieht man, wie es funktioniert. Ja, also die Geschwindigkeit, in der das jetzt erscheint, ist auch die, in der es vorgelesen wird. Die Idee dazu haben wir von einem etwas älteren Linux-Anwender, der mit der Tastatur wirklich jedes Mal üben musste. Ja, der kannte einfach die Buchstaben nicht auswendig und für den haben wir dieses Programm geschrieben. Jetzt kann man auf der Tastatur rumtippen und er liest dann vor, was auf der Taste draufsteht. Also nicht, was am Bildschirm erscheint, wenn ich die Taste drücke, sondern zum Beispiel bei den Doppelfunktionstasten, ne, 1 oder Ausrufezeichen, 2 oder Anführungszeichen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das hat auch geklappt. 1 oder Ausrufezeichen, 2 oder doppelte Anführungszeichen. Ja, bei der Steuerungstaste sagt das Steuerung. Supertaste links, ja, das ist die Windows-Taste. Menütaste rechts. Hochstelltaste, ja. Eingabetaste. Und so kann man erstmal wieder trainieren, was steht auf meiner Tastatur drauf. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt bin ich wieder drin, drückt man die Escape-Taste und landet dann wieder im Adriana-Hauptmenü und kann dann loslegen. Gut, eine Sprachausgabe neu starten, das haben wir auch drin, wenn man was an der Stimme geändert hat. Das, was wir vorhin gehört haben. ChatGPT. Selbsterkennung. Taschenrechner. Notizbuch. Kontakte, Multimedia, E-Mail, www. Ich finde es eigentlich ganz gut zu verstehen. Das klingt blechern, das ist dieses Programm, was vorhin genannt wurde, eSpeak. eSpeak kommt völlig ohne menschliche Stimme und Samples aus. Es ist ein super kleines Programm, was über 80 Sprachen kennt, ja, inklusive manche chinesische Dialekte, japanisch, afrikanische Dialekte. Also sehr, sehr viele Sprachen und dafür ist es sehr klein und auch sehr performant und wie gesagt voll synthetisch. Das voll synthetisch hat zwei Effekte. Erstmal muss man sich dran gewöhnen. Ja, ist klar, es klingt nicht so schön wie die Android-Stimme. Ja, Pico TTS könnte man alternativ auch installieren. Das liest dann in einer sehr angenehmen Stimme vor. Aber was damit geht, ist, dass man die Stimme unheimlich schnell einstellen kann. Ja, und das ist für Blinde etwas sehr Interessantes. Damit kann man viel Text in kurzer Zeit erfassen, wenn die Stimme so prägnant ist, auch wenn sie mechanisch ist, dass man sehr viel Text auf einmal hören kann. Jetzt weiß ich die Tastenkombination nicht auswendig, ich probiere es einfach mal mit Caps Lock F4. Das war die Tonhöhe. Das ist Lautstärke. Okay. So. Ich suche immer noch die Geschwindigkeit. Shell. Dateien verwalten. ChatGPT. Texterkennung. Taschenrechner. Notizbuch. Kontakte. Multimedia. Kontakte. Ah ja, das ist die Geschwindigkeit. Notizbuch. Taschenrechner. Texterkennung. ChatGPT. Dateien verwalten. Ja, das ist jetzt sehr schnell. Also da habe ich schon Schwierigkeiten mitzukommen, aber wenn man das trainiert hat, ist das wirklich irre. Eine Seite Text in ein paar Sekunden runtergelesen und man weiß, was drin steht. Also es ist schneller, als ich das mit meinem Auge lesen kann. Tatsächlich ist der beste Informationsfluss, wo es auch hängen bleibt, nicht das Auge, sondern das Ohr. Ja, also an der Stelle haben Blinde, die es trainiert haben, einen riesen Vorteil und sind auch schneller im Web unterwegs als die Sehenden. Ja, wie gesagt, auf eBay ja, kann meine Frau mir Einkäufe wegschnappen, ja, weil es einfach schneller an der richtigen Stelle ist. Einmal wegen der schnellen Sprachausgabe und einmal, weil sie halt weniger von dem ganzen Drumherum mitlesen muss. Gut, und wir haben 10 Konsolen zur Auswahl. Ja, man kann mit Alt F1 bis F10 umschalten und auf jeder Konsole ein eigenes Programm laufen lassen. So kann man wie bei Browser-Tabs leicht umschalten zwischen den einzelnen Anwendungen. Zwischen E-Mail, Browser,
Textverarbeitung, Einscannen eines Buches und muss die Anwendung nicht verlassen, wenn man was anderes machen will. Ja? Alt F1 bis F10 ist auch leicht zu finden auf der Tastatur. Da muss man also nicht lange suchen oder irgendwelche komplizierten Hotkeys auswendig wissen. So, jetzt hat es geklappt. Genau. Ja, und die Sprachausgabe würde jetzt einfach diese blauen Textfelder vorlesen und ich kann mit den Pfeiltasten einfach von Stelle zu Stelle springen. Möchte ich einen Satz oder ein Seitenelement ganz vorlesen lassen, kann ich die Caps Lock-Taste nehmen und dann mit den Pfeiltasten hoch und runter oder mit Seite hoch, Seite runter die komplette Seite vorlesen lassen. Ja, also recht einfach zu merkende Tastendrücke. Das erstmal als kleine Vorführung. Genau. Adriane ist eigentlich eine Sammlung von Shell-Skripten. Insofern Open Source. Ja, jedes einzelne Adriane-Programm, Adriane www, Adriane ChatGPT, Adriane dies, Adriane dieses, ist ein Shell-Skript, was man lesen, editieren, verändern kann. Ja, ist also im Open Source, als Open Source dort. Es wird also auch nicht versucht, irgendwas komplett Neues zu machen, sondern auf bestehenden Dingen in Linux aufzubauen. Es gibt Screenreader, es gibt Sprachausgabe, es gibt Scan-Programme und die sind einfach jetzt unter einer neuen Oberfläche zusammengefasst. Kopieren, Verändern, Mehrfachnutzung, Weitergabe des Systems ist aufgrund der GPL, unter der diese Shell-Skripte liegen, erlaubt und auf der Knoppix-DVD ist es drauf. Also wenn Sie es ausprobieren möchten, einfach mal Knoppix starten mit Adriane, eingegeben am Anfang, ja, Eingabetaste und dann fängt der Rechner an zu sprechen. Wir haben uns einmal erlaubt, in einer Release-Version von Knoppix direkt ins Adriane-System zu starten, ohne dass man irgendwas eingeben muss. Idee ist klar, ne, wenn man nicht sieht, wo man was eingeben muss, ist es auch schwierig, also machen wir es doch gleich so, wenn man nichts eingibt, dann fängt der Rechner an zu reden. Ja. War interessante Reaktion der Leute. Die waren verwirrt, ja, gibt es keine Grafik mehr auf Linux, warum spricht mein Rechner mit mir, Hilfe, ist da ein Virus drauf? Ja, aber war ein interessantes Experiment, würde ich mich heute wahrscheinlich nicht mehr trauen, aber so haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen, wie viele Leute tatsächlich Knoppix mal benutzen, das sind nämlich die gewesen, die sich beschwert haben, beziehungsweise gefragt haben. Gut, die nächste Version war dann wieder defaultmäßig mit Grafik. Was auch möglich ist, ist von der Adriane-Oberfläche doch auf die grafische Oberfläche umzuschalten. Das ist interessant für diejenigen, die noch ein bisschen was sehen können, einen Sehrest haben, denn dort habe ich die Möglichkeit, eine Lupenfunktion zu benutzen. Ja, das ist jetzt die Mauslupe. Damit kann man den Text vergrößern. Ja, theoretisch kann man auch den ganzen Bildschirm vergrößern. Ich jetzt mal wieder raus. Ja, oder Farbumschaltung. Ja, für manche Sehbehinderungen sind bestimmte Kontraste oder bestimmte Farbkombinationen sehr schmerzhaft fürs Auge oder einfach schwer zu lesen. Manchmal habe ich auch Folien, wo ich mich frage, warum habe ich jetzt einen dunklen Hintergrund und einen hellen Vordergrund genommen und dann schalte ich einfach mal um. Ja. Dann sehen die Bilder zwar ein bisschen komisch aus, aber der Text ist dann vielleicht leichter lesbar, schwarz auf weiß. Ja, das sind also auch Tastenkombinationen, die es erleichtern, den Text zu lesen, bis hin zu Kontrast- und Farbeinstellungen. Auch hier kann ich die Sprachausgabe einschalten. Das Programm auf der grafischen Oberfläche dazu heißt Orca. Muss ich auch wieder in meinen normalen Account gehen. Start Orca. Ja, und. Genau. Ja, alles richtig. So. Genau, an sich sollten die Menüs auch vorgelesen werden, aber manchmal braucht er ein bisschen, bis er sich gefangen hat. VIA-CAM ist ein super interessantes Programm, aber ich bin nicht sicher, ob ich da das Kameramodul schon installiert habe. Ich probiere es einfach mal ein. Kamera, probieren wir es mal. Bildschirm aus.
Ne, klappt leider nicht. ViaCam, aber auf der Knoppix funktioniert es. ViaCam kann das Gesicht erkennen und zwar als Maus. Ja? Ich kann also mit Kopfbewegungen dann die Maus steuern. Und das ist auch ein Stückchen Barrierefreiheit für den Desktop, wenn man seine Hände nicht benutzen kann, dass man mit Gesten den Desktop steuert. Ja, Handbewegungen nicht, aber Kopfbewegungen, das funktioniert. Ja, ViaCam ist auch eines der Programme, die es unter Linux schon gibt und die hier auch mit integriert worden sind, wenn jemand motorische Einschränkungen hat und deswegen mit dem Rechner ansonsten nicht gut arbeiten kann. Das Hauptmenü und die Tools gibt es in verschiedenen Sprachen. Wir haben es auch einmal von einer indischen Studentin auf Hindi übersetzen lassen. Das ist für einige in Indien interessant, denn viele, die gerade im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten, hatten keine Gelegenheit, zur Schule zu gehen und können entsprechend nicht lesen und schreiben, aber natürlich Texte verstehen. Und wenn das System mit ihnen auf Hindi spricht und vorliest, was da im Browser steht, dann erfahren Sie, welche Marktpreise Ihr Getreide im Moment hat und können es entsprechend auf dem Markt verkaufen. Das ist also auch ein neuer Zugang für Menschen, die mit Lesen und Schreiben Probleme haben, die dann eben durch diese Sprachausgabe neue Möglichkeit haben, auf Inhalte im Internet zuzugreifen. Ja? Daran hatten wir eigentlich gar nicht gedacht. Das hatte uns befreundeter Reporter aus Indien nahegelegt, wir sollten das doch mal versuchen. Ja, das würde vielen helfen, auch wenn sie sehen können, weil sie vielleicht nicht die Texte lesen können, die da am Bildschirm stehen. Gut, ja, wie teuer ist denn ein blindenfreundlicher Computer? Ja, in Deutschland haben wir einen ziemlichen Luxus, weil solche Sachen mit Barrierefreiheit, Braillezeilen bekommt man von der Krankenkasse gestellt. Wenn man die entsprechenden Behinderungsgrade hat, dann muss das die Krankenkasse bezahlen. Und den Luxus hat halt nicht jeder. Und unser System ist so ausgelegt gewesen von Anfang an, dass man es auch ohne Braillezeile benutzen kann, also rein mit Sprachausgabe. Ja, man braucht das teure Gerät nicht, aber wenn man denn eins hat, dann soll es natürlich auch funktionieren. Also ein Computer, dafür reicht 150 bis 1500 Euro. Ja, so ein Mini-PC ist durchaus ausreichend. Screenreader, da haben wir im proprietären Bereich, also die Software, die normalerweise für so eine Braillezeile, für Scansoftware und so weiter drauf installiert wird, im Bereich 1200 bis 4800 Euro. Bei Open Source Software haben wir 0 Euro für die Nutzung. Ja, und wenn man sich eine Braillezeile leisten kann oder will, sind das nochmal an Hardwarekosten 1500 bis 7500 extra. Ja, also so eine 80 Zeichen Braillezeile sieht aus wie ein kleines Klavier. Die braucht man aber normalerweise nicht. Also die meisten haben 40er Zeilen, das ist so eine hier, oder sogar nur 20er Zeilen, die sind dann halb groß und passen ganz bequem in eine Handtasche. Gut, damit, ja. Es ist nicht so Zeilenschreiber, die nur einen Finger draufsetzen, der läuft dann unter einen weg. Ja, es gibt, das ist ein Community-Projekt gewesen, es gibt auch Braille-Mäuse, die sozusagen als Scanner arbeiten können. Da ist dann nur ein Braille-Element drauf und mit dem kann man die Kontur von dem, was der Scanner unten einliest, erfassen. Das heißt, wenn man ein gemaltes Bild vor sich hat, dann kann man quasi mit einer Maus drüber fahren und das so abtasten, was auf dem Bild drauf gemalt sein könnte. Ja, momentan ist es so, dass 20 für die Zeilen auf einmal abgebildet werden, die fährt man dann ja. Man könnte auch einfach umschalten. Ja, ja. Auch zusammen, wo Finger auf den Stelle stehen bleibt und dann die Bleistifte unten immer wechseln. Ich kenne keins, aber es macht für mich eigentlich total Sinn, sowas zu machen als Low-Cost-Variante. Ja. Ja, wobei das Gefühl ist halt auch wie beim Bücherlesen, wenn man mit der Hand so übers Papier streicht, angenehmer, wenn die Buchstaben nebeneinander sind und man die so Stück für Stück anfassen kann, als wenn der Finger auf einer Stelle liegen bleibt, dann wird die Haut an der Stelle halt nach einer Weile so ein bisschen taub. Ich glaube, deswegen ist es besser, wenn man die Hand bewegt. Aber das kann man bei einem Braille-Element auch. Da müssen wir mal meine Frau fragen. Ja, mit den Tasten. Ne? Mit den Tasten hier kann man ja umschalten zwischen den Zeilen und immer eins weitergehen. Ja? Also die Idee finde ich super. Ja. Gut, damit wären wir auch schon am Ende des Vortrags über das Adriane-System. Gibt es Fragen? Bitte schön. Haben Sie mal versucht, das Programm mit einer Mind-Maus zu kombinieren? Eine Mind-Maus, ist das das, was man mit Gedanken steuert? Genau.
Habe ich noch nicht probiert, ich habe keine. Aber finde ich interessant, also dass man quasi nicht mehr die Pfeiltasten bewegen muss, sondern mit entsprechenden Gedanken nur hoch oder runter, links oder rechts. Die haben dann so ein Stirnband, ja, quasi rum und machen das dann mit Gedanken. Ja, ich kenne das Projekt, ich habe das mal gesehen, ich habe es auch probiert, ich kann es aber nicht. Meine Gedanken sind zu konfus, also es ging einfach darum, einen kleinen Roboter zu steuern, ja, geradeaus, links, rechts und so. Und man soll immer an was ganz Bestimmtes denken. Und wenn sich dieses Gedankenmuster wiederholt, dann wird die entsprechende Bewegung oder einfach die Drehung wieder ausgeführt. Das funktioniert bei mir aber nicht. Bei Kindern hat es sehr gut funktioniert. Ja, die hatten einen riesen Spaß damit. Und bei den Älteren, bei mir, gab es Chaos, egal an was ich gedacht habe. Also, ich glaube, das muss man trainieren und dann geht das auch. Aber finde ich eine interessante Idee, möglicherweise aber auch für den grafischen Desktop. Denn ich kann mir vorstellen, dass man auch eine Maus so bewegen kann, wenn man es trainiert hat. Augenbewegungen wäre auch möglich. Und ein Student von mir hat auch diese Gestenerkennung mit der Hand implementiert, dass man also Dinge quasi greifen, verschieben kann. Ja, weil dann die Handfläche, die Finger erkannt wird. Und hat dann auch so ein kleines Demo-Programm geschrieben, womit man Stein, Schere, Papier mit dem Computer spielen kann, allein mit Handbewegung. Ja, aber das mit den Gedanken wäre dann noch ein Schritt dazu. Ja, finde ich sehr interessant. Also ich werd mal schauen, vielleicht, wenn es was gibt auf Open-Source-Basis, können wir das in Adriana natürlich einbauen. Ja, bitte. Ich hätte einen Tipp und zwei Fragen gleich. Ein Tipp ist, es gibt einen Fork von YouTube Download, das heißt JCDLP. Funktioniert ja. Okay, besser. Gut. Ja, ich habe das gestern kurz gesehen, ja, das ist auch dabei stand, es ist ein Nachfolger, aber es hat mit meinem API-Key für YouTube nicht das getan, was es sollte. An irgendeiner Stelle habe ich einen Python-Fehler bekommen. Liegt aber wahrscheinlich an der Python-Version, die ich verwendet habe. Ja, aber ich werde es mir nochmal anschauen. Ich hätte schon ganz gern, dass es wieder funktioniert. Und die erste Frage ist, wie braucht man eigentlich, da haben wir schon das gesehen, bei dem ersten Fehler ist man eigentlich schnell als Blinde rausgeschmissen. Und also braucht man eigentlich neben dem Anwender immer jemanden, der drauf gucken kann, bei Bedarf die Probleme lösen kann? Eigentlich ist es so, dass man nirgendwo rausfliegen kann, ohne dass man wieder zurückkommt. Also aus jedem Menü kommt man mit der Escape-Taste wieder raus ins Hauptmenü. Ja, das mit dem Rausfliegen, das war jetzt einfach nur, weil ich das hier in der Textkonsole gemacht habe, weil ich einfach nur Adriane geschrieben habe. Wenn ich while true, do, display Adriane, dann ist es so, wie es auf unserer Textkonsole ist. Ne? Ich starte ein Programm, ja, beende das wieder und bin wieder im Menü drin. Und das halt auf 10 Konsolen. Also eigentlich ist es so konstruiert, dass es sicher ist gegen Fehlbedienungen und dass man nicht rausfliegen kann. Und auch Software-Updates, WLAN-Verbindungen? WLAN-Verbindungen, genau. Was ich hier mit den Einstellungen mache, das wird im Network-Manager gespeichert. Ja, und wenn er eine Verbindung hat, die er kennt, sollte er sich auch automatisch reconnecten. Ja, das scheint nur bei dem kostenlosen WLAN hier im Moment nicht so richtig funktionieren. Vielleicht ist es einfach überlastet. Noch kurz meine zweite Frage. Ja, bitte. Wie sind die Systeme, die, also neulich hat sich eigentlich sehr viel geändert, gemacht, auch bei Alexa und so weiter, auch für die nicht behinderten Menschen. Ja. Ist das eine Ergänzung oder Konkurrent für Ihre Systeme? Eigentlich hätte ich gerne sowas auf Open-Source-Basis drin. Ja, vorhin kam die Frage auch nach einer Open-Source-Spracherkennung. So ähnlich wie Simon, da wurde mir was genannt, Vosk, danke, ja. Also da scheint es was zu geben, das muss ich mir dann angucken, 30 MB groß, ja, sagte die Dame, und vielleicht ist das was, womit man dann einfach sagen kann, starte Taschenrechner, oder Texterkennung, und dann läuft die Sache. Also so ähnlich wie eine Navi-Bedienung per Sprache. Es müsste deswegen einfach sein, weil es hier feste Namen sind bei den Menütiteln und die Spracherkennung jetzt nicht so flexibel reagieren muss, sondern nur die Dinge erkennen muss, die hier in der, im Menü drin sind. Aber jedenfalls sollte ich mehr als das. Also ich habe eine Amazon zum Beispiel als Beispiel genommen, ich kann über Alexa eigentlich direkt bei Amazon bestellen, ohne irgendwas, ohne einen Bildschirm. Ja, das stimmt. Also sagen wir mal so, seitdem es Alexa und Co. gibt, ist
unser System so ein bisschen aus der Mode geraten. Aber wenn man am Computer arbeitet und im Internet surfen will, aber ist es über einen Webbrowser, ist es immer noch ein bisschen besser als Alexa. Auch wenn Alexa inzwischen ja auf diesem Show auch Webseiten anzeigen kann, aber dort weiter zu surfen ist teilweise etwas schwierig, vor allem weil Alexa ja nur die Sachen zeigt, wo man irgendwas kaufen soll. Also zumindest häufig. Ja. Ja. Klaus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, braucht das System aber zwingend eine Tastatur? Wenn ich mir was vorlesen lassen will, brauche ich die Möglichkeit, hoch und runter mit den Pfeiltasten und der Caps Lock Taste zu gehen. Also das Adriane lässt sich mit dem ViaCam jetzt nicht kombinieren. Das ViaCam ist eher für die Mausbedienung. Ja, und dieses hier, ich brauche halt irgendwas, wo ich hoch und runter gehen kann. Joystick wird im Prinzip auch gehen, wenn der sich als Tastatur mit... Ich habe nachgedacht, eventuell auch eine Version zu machen, die ich auf dem Tablet laufen lassen kann. Jetzt mal abgesehen von den Blinden. Ich denke jetzt gerade an ältere Senioren ohne Computererfahrung. Ja. Das ist eben geschildert, Probleme mit der Tastaturablegung. Ja, die müssen wir jetzt mal wieder von vorne anfangen. Und da wäre das ja vielleicht für ein Tablet gar keine schlechte Idee, weil ich brauche ja nicht die komplette, das komplette Keyboard, sondern ich brauche ja nur ein paar Tasten. Und alles andere wäre ja über die Sprache möglich. Ja. Also im Prinzip würde es sich eignen, wenn man aus diesen Menütiteln einfach flache Knöpfe macht, die von ganz von links nach ganz rechts gehen. Wo man einfach anwählen kann und kommt dann ins nächste Menü. Da kann man sich nicht so einfach verklicken. Das wäre eine Idee. Man kann ja auch nichts abstürzen oder so. Ja, hier bin ich ja ruckzuck wieder im Auswahlmenü drin. Ja. Es wäre doch eine Idee, das in Qt zu programmieren. Freiwillige. Ja, ich frage einfach mal. Ja. Es hat mal eine ähnliche Distribution gegeben, die hat Sonar Kaizen, also ich weiß nicht, wie der was sagt, die hat auch für eingeschränkte Sicht oder für die Möglichkeit der Vertrauen zur Verfügung gestellt. Die haben einen Zeigensatz drin gehabt, der speziell für Dyslexie-Kranke. Menschen geeignet ist, besser lesbar ist, haben Sie es? Ja. Wie heißt denn die Schrift? Nee, aber die Schriftart. Es gibt eine spezielle Font für die Dyslexie, die besser lesen können. Font designed to increase readability for readers with dyslexia. Fonts open dyslexic. Das ist ein guter Hinweis. Ja, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Da soll irgendwas mit. Ja, ich gucke es mir mal an, vielleicht kann man das noch mit integrieren. Ja. Vorher war es auf Debian oder auf Manjaro. Ja. Also eigentlich ist sowas auch relativ einfach zu integrieren. Wenn ich ein Profil ablege, wo alle Zeichensätze in der grafischen Umgebung dann diesen Font verwenden. Ja. Gut. Ja. Wie geht der E-Links mit dynamischen Webseiten um, die JavaScripts verwenden? Den E-Links gibt es in einer JavaScript-fähigen Variante. Auf der Knoppix ist die mit JavaScript kompiliert. Das ist eines der Programme, die ich leider immer selber bauen muss, weil standardmäßig wird es nicht mit JavaScript gebaut. Also war lange Zeit der einzige Textbrowser, mit dem man auf der Telekom-Seite Telefonnummern suchen konnte, weil die halt JavaScript benutzen. Ja. Wie es inzwischen aussieht, da bin ich nicht ganz so sicher. Aber es hat auch ein bisschen nachgelassen, dass Webseiten nur mit JavaScript funktionieren, weil die sich ja jetzt auch an die Web-Content Accessibility Guidelines halten sollen und teilweise auch müssen, wenn sie Webseiten aus dem öffentlichen Dienst haben. Und die sind inzwischen so, dass sie auch ohne JavaScript bedienbar sind. Ja, aber grundsätzlich kann der E-Links auch JavaScript. Ja. Gibt es geplante Highlights für die nächsten Versionen, so eine Roadmap, was an neue Funktionen kommen können? Also
was ich gerne einbaue, sind solche Sachen, die halt gerade interessant sind, auf die man aber so als Normalbenutzer nicht zugreifen will, wenn man sich irgendwo registrieren soll. Nur bei ChatGPT kommt man halt jetzt nicht daran vorbei, aber in Zukunft soll natürlich auch eine Open-Source-Variante von so einem KI-System drauf sein. Wie das vom Platz her wird, weiß ich nicht so genau. Die DVD ist ja voll. Also alles, für alles, was ich jetzt neu reinmache, muss ich irgendwas runterschmeißen. Ja? Insofern etwas schwierig. Diese Variante von ChatGPT habe ich jetzt so eingebaut, dass man sich einen Key holen muss, einmal installieren muss und dann benutzt er halt diesen Key mit den kostenlosen, weiß nicht, 18 US-Dollar, die man im Monat verwenden kann, um ChatGPT zu benutzen. Bei YouTube sieht es so ähnlich aus. Auch da braucht man für das MPSYT eine API-Key, den man dort registrieren muss, und entsprechend braucht dann unser Adriano-System eine Oberfläche, wo man diese Keys dann auch eintragen kann. Ja, das wäre jetzt so eine Erweiterung, die relativ fix geht, was eigenes, was komplett Open Source ist. Da muss ich halt warten, bis irgendwas in Debian vorhanden ist, was ich verwenden kann. Aber da bin ich für Tipps dankbar. Ne? Also mit dem Font fand ich jetzt gut und auch mit dem MindMouse. Ja. Vielleicht ein Tipp, es gab mal für Blinde ein Navigationsprojekt, ein Navigationssystem, das nannte sich LoRa. Ich hatte mal Kontakt mit den Entwicklern, LoRa. Das ist aber viele, viele Jahre her. Ich weiß nicht, ob die das noch weitergemacht haben. Die hatten ursprünglich, wollten die Software schreiben zum Herstellen von Reliefkarten. Für Blinde. Die Blinden waren aber gar nicht begeistert von der Idee, sondern die wollten halt eben für die Smartphones auch ein Navigationssystem haben mit Sprachsteuerung. Mhm. Und dann haben die sowas entwickelt. Ja. Habe ich bisher noch nicht gehört. Und das Internet lässt mich auch gerade wieder ein bisschen stehen. Also LoRa, wie LoRa war. LoRa kenne ich, ja eben, LoRa kenne ich nämlich von diesem Low Power, High Range Funkstandard. Ja, das ist aber nichts. Damit nichts zu tun. Mhm. Schreib mir die Ideen mal auf. Gut, gibt es noch Fragen? Ich glaube, die nächsten warten schon. Oder? Nano verwenden wir fürs Adriano-System, weil der relativ niederschwellig ist. Ich bin natürlich bekanntermaßen VI-Fan, aber wenn man den nicht kennt, kommt man nicht mehr raus. Und ja, hier soll es halt niederschwellig sein. Und beim Nano steht ja unten in der Statuszeile, was man machen muss, um zu speichern und rauszukommen. Ja. Ja. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, vielleicht eine ganz doofe Frage, von Ihrem Adriane-System per Copy and Paste etwas anderes einzukopieren? Das Adriane, achso, also in Adriane Copy and Paste zu machen als Text oder das Adriane-System irgendwo in eine andere Distri reinzubringen? Ich meine, dieses ChatGPT ist ja richtig voll umgesetzt, finde ich. Also, das ist ganz easy. Ja, das ist alles. Ja, also im Wesentlichen das Framework von OpenAI und dann diese eine Zeile mit Completion ist gleich OpenAI Chat Completion Create. Max Tokens ist, wie viel Geld er verbraten darf, also wie viele Wörter er ausspucken soll. Temperature ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Temperature 0 heißt, er gibt immer die Antwort, die er für am besten hält, und bei 0,5 variiert er so ein bisschen, gibt also jedes Mal eine neue Antwort, die aber ähnlich sind. Dann haben wir Model ist GPT 3.5 Turbo, das ist im Moment die kostengünstigste und schnellste Variante. Ja, die GPT 4 Version, die ist nicht ganz so einfach dran zu kommen, also in die Beta-Phase bin ich nicht reingekommen und jetzt kostet die halt auch noch Geld. Ja, aber im Prinzip, wie gesagt, eine Zeile realer Code und ein bisschen drumherum, um den API-Key einzuspielen und einen Textprompt einzulesen, mehr ist es tatsächlich nicht. Ja.
würde auch in anderen Distries funktionieren, einfach als Kommandozeilentool. Ja, und um die erste Vermutung von mir noch zu beantworten, man kann in Adriana auch Copy und Paste mit der Tastatur machen. Dafür gibt es in dem Screenreader was eingebaut, wo man zeilen- und spaltenweise Texte von der einen Konsole auf die andere Konsole kopieren kann. Weil das klassische Cut und Paste, was in der Grafik geht, das geht auf der Textkonsole normalerweise nicht. Und dazu benutzen wir dann den Screenreader, um das Kopieren zwischen Konsolen zu erleichtern. Ja. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich. Thank you.